Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 für die Xbox 360. Im letzten Part sind wir in das Akatsuki-Versteck gegangen, sind dort auf Deidara und Sasori getroffen. Deidara ist weggeflogen, Naruto und Kakashi sind ihm hinterher und mit Sakura und Chiyo durften wir gegen Sasori kämpfen und ihn töten. Jetzt sind wir mit Kakashi und Naruto im Kampf gegen Deidara und versuchen irgendwie doch noch Gaara zu retten oder so, obwohl er laut Deidara schon tot ist. Und ihr braucht euch nicht wundern, ich nenne ihn immer noch Deidara. Naruto Shippuden, Naruto und Kakashi gegen Deidara. Warum rolle ich das R bei Naruto manchmal so? Naruto, Naruto, Naruto. Gott, nur 70 Sekunden Zeit, Erwachen nicht möglich, alles klar. Ich habe jetzt inzwischen auch endlich gecheckt, was dieses Erwachen ist. Wow, 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 hey, sag mal, willst du mich verkackeiern hier? Aua. Kleine Hure. Oh, 64. Brrr. Oh, ficken, das darf nicht passieren. Ja, ich will mich doch nur heilen jetzt. Hier, komm, ach, deine Mutter ist doch ein Arsch. Nein, 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 nein. Jetzt, du feige Hure. Oh, Deidara, du bist einfach nur scheiße. Oh. Deidara! Ich sag euch, das wird der erste Kampf, den ich verlieren werde. Er hat jetzt schon wieder mehr Energie als ich. Na gut, was heißt hier schon wieder? Noch? Los, Kakashi, mach du das mal. Du bist so eine feige Hure. Tja, jetzt stehst du genau neben mir. Ah, das wird ihn nicht töten, hm? Scheiße. Rasenke, fuck. Oh, musst du eigentlich ständig weg, du kleines Stück Scheiße. Oh, so ein nerviger Sack. Also ernsthaft. Wer richtig, als würde ich gegen die Akatsuki verlieren. Pff, Unsinn. Ah, der Kampf ist echt scheiße. Nur B, nicht mal A. Aber kann ich ja verstehen, kann ich verstehen. Yay. Jo. Oh man, schreibt mich via Skype an. Ach, die E-Mail. Doch, die E-Mail habe ich gelesen. Doch, die E-Mail habe ich gelesen, die ich im letzten Part bekommen habe. Ja, ich nehme gerade noch ein Stück auf und so. Jetzt bist du noch Kakashi. Nee, schade. It got stolen while we were fighting, huh? I guess taking on a second Jinchuriki was a bit too much. I'm low on clay and chakra. Yeah, this is where I bail. I hate to let you get away, but this is it for now. Hmm. You think I'm letting you go? So long. Gott, der sich selbst in die Luft gesprengt. He got away. Darn it! Naruto, we'll deal with him later. For now, the important thing is rejoining Sakura and Lady Chiyo. Phew. It worked. Just in time. Fällt mir immer so schwer, immer wenn die so reden, dann versuche ich immer möglichst nicht zu atmen oder meine Hand zwischen Mikro und Nase zu stellen, weil ich nicht will, dass man nebenbei so hört. Oder so.
like Gaara? Why is it always him? If he dies like this, he's Kazekage. Just become Kazekage. Calm down, Naruto Uzumaki. Shut up! You sand ninja hadn't put that monster in Gaara, none of this would have happened. Did you ever consider what Gaara thought? Did you ever even ask? Call him a Jinchuriki? Who are you to decide that fate for someone else? I couldn't save Sasuke. I can't save Gaara. I trained like crazy for 3 years, but nothing has changed. Lady Chiyo, that jutsu! I don't get it. What is she She's bringing Gaara back. She's bringing him back? What are you talking about? How is that even possible? With the reanimation ninjutsu. But that uses her own life energy. Lady Chiyo, she's sacrificing her own life. Not enough chakra. Please, use my chakra. Is that possible, Granny? Boy! Gaara is a Jinchuriki too. He understands Gaara better than anyone in the Hidden Sand ever could. Place your hands on mine. Okay. That's why he feels this desperate need to save Gaara. He's a friend. The only friend who's felt the same pain Naruto's felt. In this ninja world created by frivolous old people, I'm glad new souls like you have come along. Up till now, everything I've done has been wrong. But at the very end, I think I might finally be able to do something right. The sand and the leaf. May the future that awaits them be different from the way things were in our time. You can change the ninja world dramatically. I believe in you. Naruto, do an old woman a favor, will you? You are the only person in the world who knows the extent of Gaara's pain. He also knows your pain. Please, look after Gaara. Gaara. Who's calling me? Gaara! That voice. I know that voice. Gaara! That voice. I know it. That's right. Gaara! It's his. Thank you.
You had us worried. Why are you here? It's not just me. It's... They all came running to help you. Granny saved you with some kind of incredible medical ninjutsu. She tired herself out and fell asleep. But I'm sure she'll be fine when we get her back to the village. No, she won't. Huh? What do you mean, she won't? She wasn't using medical ninjutsu. It was a reanimation ninjutsu. Lady Chiyo is dead. What? What are you talking about? I've heard of it. The Sand had developed a jutsu which could bring someone back from the dead in exchange for your own life. And Granny's... Naruto. Lady Chiyo entrusted the future to you and Gaara. It was a death befitting a ninja. Yeah. Same as the old man, the third Hokage. That's true. I get it now. I understand what Granny wished for. Everyone, pray for Lady Chiyo. Puh. So viel nice shit. So long. Yeah. I guess this is where people shake hands, but I've never really been very good at that stuff. So, let's just leave it at... Fuck yeah. Kapitel 1 abgeschlossen. Und das ist geiler Shit. Da, Kapitel 1 abschließen, Erfolg freigeschalten, fertig. Da ist sogar der. Konoha, back in Konoha. Back in Hidden Leaf Village. Oh nein, das ist der Grund, weil ich einfach piss dich, mein DK. Of course. Thanks for all your help. Alright. We'll part ways here as well. Make sure you two rest up properly so you're ready for the next mission. Of course. Then maybe I'll go to Grandma's place and pick up a new mission. Naruto, were you even listening to Kakashi-sensei? He told us to rest. What are you talking about, Sakura? We did rest, remember? On the way home? That wasn't resting. Honestly, where do you get all that energy? Whew. I, for one, have to rest. I used up too much chakra in that last fight. Maybe
I'll leave the next mission to him. Postbote. Brief ist angekommen. Thank you very much. Oh, neue verfluchte Puppen. Da ist, glaube ich, jetzt auch mein absolutes Hass. Dabei. Ich schau mal. Im Moment, erstmal rede ich kurz mit Kakashi und Sakura. Du steckst echt voll Energie. Was würde ich nicht alles geben, nochmal so jung wie du zu sein? Also gut, ich will als erstes nach Hause gehen, um mich um mein Gepäck zu kümmern. Und mich um mein Gepäck zu kümmern. Ja, kein Problem. So, dann lesen wir mal den Brief. Den Brief wollte ich sagen. Übrigens haben wir hier jetzt da unten Kankuro, Kasekage, Gaara, Temari, Maitugai, Tsunade, Tenten, Rockley, Neji, Hyuga, Kakashi, Hatake und Sakura, Arono. Die haben wir bisher, ja. Waren das hier, war das mit dem Briefe lesen, oder? Genau, hier, Streckbriefliste, das wollte ich. Also Neji, okay, Rock Lee, okay, Tenten, okay, Mighty Gay, okay, Kasekage, Gaara, okay, Kankuro, okay, Temari, okay, oh nee. Temari ist nervig. Und Tenten auch. Tenten und Temari sind nervig. Ach gut, mein Hassgegner ist noch nicht dabei. Mein Hassteam. Wobei, ich muss aber gehen, ey. Oh, Neji, Rang B. What the fuck? D. Aber oh, Kakashi war auch B und auch nicht so sehr schön. Aber Kasekage Gaara ist A. A. Ja, A. So. Damit würde ich dann aber auch erstmal sagen, sehen wir uns im nächsten Mal wieder von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, indem wir dann wieder zu Grandma Tsunade gehen. Oh, da liegt was. Bling. So. Speichern bitte. Speichern bitte. Ja. Tschüss und so.